Besuch einer Seidenfabrik für die noch lebendigen Seidenraupen, die sich von Maulbeerblättern ernähren. Hier die Bearbeitung oder Aussortierung der Kokons. Hier wird gewählt. Eigentlich denkt man, das ist unbezahlbar, was da produziert. Ja, es geht einfach schnell. Da wird euch umgesetzt. Durch die Lochkarten kommen dann solche Muster raus. Alles Lochkarten gesteuert. Diese Lochkarten sind bestimmt unanfälliger als so Computer. Guck mal hier, guck dir das mal an, wie das System, welche hochgehen und so, wie das System funktioniert. Ja. Sagen wir. Wie nennt man das? Das Schiffchen, was da hin und her schießt, ne? Wir haben ja kein Schiffchen, was hin und her schießt. Im Prinzip doch, das schießt. Wir heben das ja nur an. Ja, guck mal, da rast doch da was hin und her. Das ist das Schiffchen. Diese Brokatweberei bringt jeden Tag 5 bis 6 Meter zustande. Super. So was kann man keine Arme finden. Keine Arme finden, ja? Deswegen für also bei den Zwilling-Kokons kann man keinen Anfang finden. So absticken. So einen nach dem anderen aufmachen, absticken. Ja, aber ganz dicht. Ne? Schon mal, versuch mal. Das ist auch Zwilling. So, alle Zwilling. Alles Zwilling. Absticken, einer ganz andere. So, immer nur so. Dein Luft trocken lassen. Ja, da nachher die 4 Frauen, ja, in die Richtung aufziehen. Aber nicht beschissen. Und nicht. Wahnsinn, danke, die für Kokos.
Ja, aber ich bin auf jeden Fall auch, ich will hier nicht mehr sehen. Kommen vier Frauen bei uns, weil sie können und können finishen. Wollen Sie finishen? Ja. Ja, finishen. Ah, das ist nicht gewohnt. Total schwer, ja? Total schwer. Und das den ganzen Tag hier. Ja. So, der Hundeschichte. Das ist ein Bettdeck. Das Sommerbett und der Windbett. Ja, das ist ein Sommerbett. Ja, das das sollte wieder nach vorne wieder. Das sind ja auch noch. Das sind die Maden, die jetzt ihres Kokons beraubt werden und im Abfall landen oder in irgendwie einer chinesischen Speise. Now we're plotting poles, cause we're watching hoes with lots of flesh exposed. Yeah, we're all about